Carlos Lösl ist staatlich geprüfter Berg- und Skilehrer und Trainer beim Projekt Check Your Risk. Er wird den teilnehmenden Jugendlichen die nötige praktische Erfahrung vermitteln, wenn es um Skifahren abseits der Piste geht. Ich werde nachher auch die Gruppeneinteilung bekannt geben und ich bin mir sicher, dass ihr heute eine Menge lernt, dass wir das interessant gestalten und ihr nach dem Tag einfach mehr wisst, wie man sich im lawinengefährdeten Gelände verhält. Level 2 des Projekts Check Your Risk soll die von den Kids erlernten theoretischen Kenntnisse nun im Gelände vertiefen. Ihnen steht ein herrlicher Tag im Karwendelgebirge bevor. Die Rahmenbedingungen sind hervorragend. So, die, wo bei mir in der Gruppe sind, da nochmal einen Halbkreis, dass ich den Überblick habe. Jeder der Teilnehmer ist gut ausgestattet. Die nötige Lawinenverschüttetenausrüstung wird für die Kurseinheiten gestellt. Zunächst erfolgt eine Lagebesprechung. Da verlassen wir dann den gesicherten Raum und gehen dann in das freie Gelände rein. Das heißt, wir werden dann da oben unsere VS-Geräte anlegen und gehen dann am Beginn vom Höhenweg auf. Und dann das Ziel von dieser ersten Einheit ist, dass wir diesen Hang, der noch nicht eingefahren ist, dass wir den beurteilen, je nach Gefahrenstufe und dann mit entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen runterfahren. Die Teilnehmer werden in zwei Gruppen aufgeteilt, um die sich jeweils ein Bergführer kümmert. Dann erfolgt der Abmarsch ins Gelände. Bayernweit sind über 45 Trainer für das Projekt Check Your Risk im Einsatz. Sie bringen alle eine Doppelqualifikation mit. Zum einen besitzen sie lawinenkundlichen Background, zum anderen sind sie pädagogisch tätig. Trainer Alois Lösl versteht es gut, die Jugendlichen für das Thema zu begeistern. So, macht's da einen Halbkreis? Also, wir gehen hier noch drüber und ihr seht da schon, da steht Achtung! Hier verlassen Sie das markierte und gesicherte Gebiet, alpine Gefahren. Der große LVS-Check wird durchgeführt. Der Piepston gibt das Okay zum weiteren Aufstieg. Passt. Nächster. Davon warten dann, gell? Einfach weitergehen. Gut, passt. Gut. Am folgenden passt. Höhenweg werden die Vorteile des Geländes hier im Karwendelgebirge deutlich. Wir sind im Hochgebirge auf über 2000 Meter. Ihr habt selber gesehen, dass wir sehr kurze Wege haben vom Unterrichtsraum in die sogenannte westliche Karwendelgrube. Wir können verschiedene Situationen sehr schnell erreichen. Das heißt, wir können viele Bilder, die bei einer Freeride-Tour oder auf einer Skitour vorkommen, innerhalb kürzester Zeit neu einnehmen. Und das, glaube ich, ist der ganz große Vorteil hier im Damker bzw. im Bereich der Karwendelbahn-Bergstation. Und ich halte Sie für geradezu prädestiniert für diese Art von Ausbildung. Selbst für die Check Your Risk-Teilnehmer, die meist aus der Gegend um Mittenwald stammen, ist diese Tour ein außergewöhnliches Erlebnis mit atemberaubendem Panorama. Seht ihr, wie sich der aufsteilt? Wie das gar wird? Gell? Das ist oft so. Durch den Wind ist das Gelände steiler, als wir es teilweise aus der Karten raus. Wir haben da vorne gemessen, da haben wir 30 Grad gemessen. Wenn wir jetzt das da anschauen, das hat auf alle Fälle 35 Grad und sogar noch etwas mehr. Ein wichtiges Instrument zur Bestimmung der Lawinenlage ist die Snowcard. Die Kids lernen, die Hangneigung zu messen und bestimmen durch die Exposition das Lawinenrisiko. Dabei hilft auch der Lawinenlagebericht, den sie im Level 1 schon kennenlernen konnten.
Einer der Jugendlichen verrät uns dann auch den eigentlichen Grund seiner Teilnahme am Level 2. Ja, also ich mein, in Mittenwald ist es ja so, da ist sowieso von fast alle Jugendlichen sehr viel Ski, weil es halt auch bei uns richtig gut geht zum Fahren. Und mit zunehmendem Alter, glaube ich, wächst so ein bisschen die Lust am ungesicherten Gelände. Also da dieser Song, ja. Also, Hannes, lass krachen. Ich glaube, der Schnee ist gut. Hey, jawohl! Und schau da noch. Ja, wir machen nicht diese klassische Lawinenkunde mit Schneekristalle anschauen und so weiter. Es geht eigentlich darum, dass die praktisches Sicherheitstraining machen. Und ihr habt gesehen, mit Hilfe der Snowcard, da braucht ihr jetzt nichts wissen von Becherkristallen oder filziger Verbund. Die jungen Leute sollen jetzt wissen, wie sie mit dem Lawinenlagebericht umgehen müssen, welche Gefahrenstufen das es gibt. Und anhand der Snowcard können sie ihr Risiko wirklich selber ablesen und bestimmen. Und das ist aus meiner Sicht ein hervorragendes Mittel, ohne jetzt zu viel Theorie zu machen. Im zweiten Teil des Kurses sollen die jungen Freerider nun mit dem möglichen Ernstfall konfrontiert werden. Der richtige Umgang mit lawinenverschütteten Gerät, Sonde und Schaufel steht auf dem Programm. Dazu wird ein Lawinenabgang simuliert. Martin vergräbt ein LVS-Gerät im Schnee, das später von der Gruppe geortet werden soll. In dieser Richtung, alles was so zusammentrampelt ist, das symbolisiert das Ablagerungsgebiet dieser Schneebrettlawine. Hier nach vorne, da haben wir die sogenannte Sturzbahn der Schneebrettlawine. Also da ist das Lawinenfeld vorn, jetzt gehen wir da gleich einmal zügig nach vorne. Der Grobsuche folgt die Feinsuche und der sogenannte Airport Approach, die punktgenaue Ortung des Verschütteten. Hier zeigen sich die eigentlichen Schwierigkeiten bei der Bergung eines Lawinenopfers, wobei sich die Handhabung der LVS-Geräte in den letzten Jahren sehr verbessert hat. Jetzt ist dieses Gerät ja nur das Gerät drin. Wenn ein Mensch drin ist, dann ist ja der etwas größer. Aber ich sage trotzdem, hier muss er sein. Ran, jetzt schauen wir. Jawohl, raufziehen und zwang. Gut. Ich persönlich bin von dem Projekt sehr überzeugt. Ich hoffe, dass es weitergeht. Wenn die Teilnehmer, die heute dabei waren, viel Werbung machen für die Veranstaltung, dann geht's weiter und Freeriden oder Tiefschneefahren ist in. Und ich kann nur an die Eltern auch oder ja, Eltern und Jugendliche appellieren, stellt euch dieser Ausbildung. Ihr könnt die Kinder mit besserem Gewissen zum Freeriden lassen und müsst nicht zu Hause unnötig Angst haben. Okay. So, und der nächste von uns, auf geht's. Stopp. Und der nächste. Ran! Zum Abschluss und als Belohnung wartet nun auf alle Teilnehmer des Level 2 die Abfahrt durch das Wilde Damka, der lawinengesicherten Freeride-Abfahrt im Karwendel.